Hallo und herzlich willkommen zurück zum Let's Play von Champions of Regnum. Schöner Teufel. Wir haben heute, ja, einen Drachenwunsch gehabt, aber ich war nicht da. Ich war am Joggen. Es war ungefähr so 2 Uhr. Ich wollte das ja eigentlich aufnehmen und einen Livestream machen, aber mir geht's heute nicht so gut. Ich habe leider immer noch extreme Schmerzen in den Gelenken. Und ja, da ist es ein bisschen kaputt. Ein bisschen angeschlagen. Scheinbar gibt es jetzt einen kleinen Clinch mit den Higgen hier am Aggersborg fort. Werden wir mal sehen, was da los ist. Ja, aber scheinbar hier noch nichts. Ich habe mich jetzt auch ein kleines bisschen schneller gemacht. Ja, ich bin ein bisschen schneller als zum Beispiel der. Aber das macht, also so 5% macht fast nichts aus. Oder er hat auch 5% durch Ausrüstung. Das sind ja alles Unmögliche, also die sind schon hochlevelig. Aber ich habe gemerkt, ja, weil manche nicht so gut spielen, bin ich eigentlich manchmal schon ein bisschen am Farm. Also ich habe jetzt eigentlich recht viele wieder geholt von den Punkten. Ja, natürlich. Diese ständigen, also seit dem Warmaster-Ding ist es einfach immer nervig. Einfach mal so mega stunnen können, obwohl sie eigentlich gar nicht so richtig, also immer angegriffen werden. Es gibt kein ja, Hit-Ding, also Hit-Animationen, wo einem aufhalten, oder wenn man angegriffen wird. Fast der Hit-Recovery bei Diablo 2 zum Beispiel ist sehr wichtig für die Spiele. Aber ja. Also wenn so eine 2-Antaxt einen trifft bei Kopf, dann muss man ein bisschen still sein, also da wird man wahrscheinlich lange nicht so sich gut erholen. Es ist einfach halt vieles unrealistisch in Regnum, was auch ein bisschen das Balancing kaputt macht. Aber ja, ich bin im Discord-Server gewesen und habe recht viele Verbesserungsvorschläge vorgestellt, aber es wurde gelöscht. Ich glaube, die Entwickler wollen das Spiel gar nicht mehr besser machen. Sie wollen einfach nur noch absahen, machen den, ja, Shop immer teurer. Also die Ximerin, die man bekommt, immer teurer. Dass man immer weniger bekommt. Hä, für was ist ein zusätzlicher Aktionsplatz? Das ist ja völlig unnötig. Das Spiel basiert mehr auf Handel als auf Kämpfe im MMFR. Finde ich so was von beschissen. Ja, danke, dass ich wieder viel zu langsam bin. Was ist das so schnell? Ah, immer eingefroren. Man sieht das Eis eigentlich auch kaum. Ist jetzt der andere, der Sturm? Ne, das. Okay. Schade, dass die so stark sind immer. Die Spiele sind manchmal immer zu stark. Da komme ich natürlich nichts über. Das sind alles Wetter, also die schon Ewigkeiten spielen und deshalb auch die Rüstung haben und so. Und dann kann ich natürlich nicht so viel absahen. Aber es gibt auch sehr, sehr viele Schwachcharaktere, also die unmöglich sind, aber trotzdem viel zu schwach. Oh, 177 schon. Wow. Also dann waren es ungefähr 30 bis 40 heute, wo ich eigentlich kaum Regnum spielen konnte. Es war einfach wieder warm, so ungefähr 10 bis 12 Grad. Und deshalb war ich lange draußen. Und habe noch mit einem meiner Kollegen bei Steam ein bisschen nachgedacht über einen Minecraft-Server und ja, ob er auch mitspielen möchte, auch hier bei Regnum. Und ich denke, es geht. Also bald werde ich wahrscheinlich ein paar Leute mehr wieder haben in den Let's Plays und Livestreams. Aber am meisten haben halt einfach wenig Zeit. Da liegt jemand. Ein einfacher Icke.
Aber das Spiel ist so immens, süchtig machend, dass ich schon fast einfach die Zeit so richtig vermisse, wo ich noch Zeit hatte. Ja, geht natürlich auf mich. Diese klar ausweichen, sehr gut. Ha, ich hab's überlebt. Ich bin der Busch und ihr seid nichts. Oh, der war unfair gegen die Engel. Ich habe überlebt und jemand heilt mich, Dankeschön. Nein. Ich werde mich jetzt unsichtbar machen. Weil wir haben keine Chance so. Hahaha! Ah, das ist ein Hals. Das habe ich schon gedacht. Aber so haben. Ja doch, wir haben jetzt wieder eine Chance. Jetzt sind natürlich wieder mehr gekommen. Aber ich habe immer so das Gefühl, die Leute, die Eisen, wollen manchmal nicht, dass wir gewinnen. Hauen einfach manchmal ab. Oder merken nicht, dass wir von hinten auch noch angegriffen wurden. Wir wurden von vorne von den Syrten angegriffen und von hinten von Negen. Und ich habe einfach mal ganz viele Syrten gekillt. Mit zwei oder drei anderen und haben dann verloren. Weil die anderen einfach die ganze Zeit die Hecken hinterher. Wieso sind die Hecken so verpönt bei den Syrten? Also, ich weiß es nicht. Es ist eher so ein, ja, Freundschaftsspiel als wirklich ein Kriegsspiel. Dass man eher so, ja, die Freude dran hat zu kämpfen und auch mal zu fliehen und so weiter. Aber gar nicht so richtig taktisch spielt. So richtige, ja, überlegen spielen die meisten nicht. Also sie halt können nicht, weil sie einfach keine Intelligenz besitzen. Aber was halt manchmal so vorgeht, ist schon immens. Es ist einfach unglaublich, wie viele Leute einfach halt, naja, sich nicht benehmen oder nicht gut spielen. Ist leider so. Also vor allem, ja, die Argentinier, die haben manchmal echt kein Talent. Spielen wahrscheinlich so viel Regnum, aber spielen einfach nicht gut. Ich wage lieber ein bisschen die Nebenleute, die fliehen oder so, damit ich wenigstens Königreichspunkte habe, weil so Ritter und so habe ich keine Chance, also da kann ich keinen Schaden machen. Deshalb nicht wundern, wenn ich ein bisschen abseits vom Kampf kämpfe. Die ganze Zeit werden die geschützt. Ich werde mal wieder ein bisschen Aulen einsetzen. Ja, jetzt sind wir beim Bind, also lieber aufpassen. Aber es geht schon echt gut, also dass wir hier eigentlich so ein bisschen mitkämpfen können, schon ist schon extrem. Aber wir werden jetzt wahrscheinlich dann verlieren. Wir gehen jetzt lieber auch zurück mit den meisten. Weil das sind einfach Masochisten, die hier vorne, ja, sie kommen schon. Könnt ihr sonst noch ein bisschen schauen? Da ist sowieso auch noch einer. Ah, das sind die Game of Thrones, diesen Hicken, okay. Weil die sind in Form eigentlich recht beliebt, nur wegen Game of Thrones. Einfach weil es eine Serie ist. Lol, das sind unsere anderen, die Zwiebelmännchen. Die Syrten. Da wir sowieso keine Chance haben, Moment. So, unten ist einfach das Teil verschwunden. Okay, die haben keine Chance. Es endet sich immer so splitzartig. Ich finde es einfach cool. Sch
Ja, doch, ich habe ihn bekommen. Sehr gut. Weil wenn man jetzt so viel Schaden macht, 142 Schaden, also ein Prozentsatz von 5% oder so 10, dann bekommt man die Erfahrung und die Königreichspunkte. Aber so bekomme ich ihn nicht. Der hüpft auch ein bisschen zu viel um. Oh Mann. Ja sicher, ich werde wieder gefokust. Okay. Pfeifen. Immer nur Stun. Die ganze Zeit Stun. Das sind solche Pfeifen, ey. Oh. Wenn man einfach nichts dafür kann, weil sie so ja, aufsplitten und so und dann sofort stirbt, weil von hinten halt natürlich die Igen kommen. Ja, es ist klar, dass wir sterben, aber ich hätte nicht gedacht, dass sie so lange überleben jetzt. Aber dann gehen wir einfach wieder hin. Der Teufel ist hyperaktiv. Tut doch nicht immer Gegner besiegen. Ah, doch, ist es doch ein Syrte hier. Zwei, drei Syrten. Aber das Spiel ist völlig ein Hit-and-Run-Spiel. Sollte einfach mal ein bisschen weniger Hit-and-Run sein. Oh nein. Was? Christi mit TH. Okay. Töten wir ihn. Er spielt schlecht Fußball. Lol, was ist mit dem passiert? Ah, der wurde gerootet. Er hat ein paar Wurzeln geschlagen. Wir einfach alle Syrten so richtig nah sind und nicht wir sind ja nebeneinander hinterher. Ja, eine Übersicht, ein Symbol oder so, wenn nicht schlecht. Dass man merkt, dass man irgendwo Gegner hat. In der Nähe. Aber die Entwickler löschen lieber die Kommentare. Er hat uns ein bisschen niedergemacht. Er hat gemerkt, dass wir viele Fehler im Spiel haben. Komm, wir löschen die Kommentare. Ja, die Entwickler sind wirklich überhaupt nicht sympathisch oder gut. So, 2 von 179 Assyrtis. Haben wir die jetzt besiegt, den anderen auch? Nö, doch. Bisschen früher schon, aber. Mal schauen, wie lange ich brauche. Am Anfang natürlich schon noch recht lange. Ah, alle gehen wieder auf. Machen Pause. Ich sehe überhaupt, ich habe keine Übersicht. Viel zu viele Effekte. Ja, sicher, er greift mich an. Was habe ich dem Steintor-Golem gemacht? Bin hier nicht mal in der Nähe gewesen. Die Gegner sollten einfach keine Aggro haben hier in der Warzone. Das nervt nur, weil man Level 38 ist, wenn alle angreifen. Ich bin voll doof. Ja, es gibt eben Kritikpunkte an Regnum, aber Regnum ist eigentlich das Spiel, das mir am meisten Spaß macht, weil eben etwas zu tun hat. Man kämpft für andere. Aber viele, ja, Alsen kämpfen nicht mit mir. Es ist so ein, ja, eher, oh, keine Lust. Bin faul. Das Spiel ist scheiße. Man ist nicht motiviert. Ja, klar, also ich tue ja auch ein bisschen kritisch in das Game, aber trotzdem spiele ich gerne. Je besser ein Spiel ist, desto mehr hat man zu kritisieren eigentlich, oder? Aber weil die Menschen einfach mit Kritik nicht mehr umgehen können, ja, wird gehatet, wird Probleme gemacht, wird schlecht gespielt und ja. Lust ist weg und so. Dabei können auch Low-Levelige gut helfen mit diesen Auren, die ich jetzt zum Beispiel hier besitze. Verderbte Leichtigkeit, glaube ich. Jede Charakterklasse hat eine Aura, die schon viel hilft. Aber setzt kaum eine ein.
Blitz auf mich, ey. So viel Schaden. Aber eben, man hat noch viel zu viel Fokus. Wieso nehmt ihr die Türme? Wieso geht die jetzt hier drüber und nimmt den Turm nicht ein? Ja klar, sie wollen natürlich Gas geben, aber der Turm kann ja auch gerade. Ja. Es ist ja nicht profitabel für die meisten. Die Leute schauen natürlich eher auf die. Aber wieso schießt du nicht? Ja, die Reichweite der Bögen ist viel zu kurz geworden. Für die Zauber würde ich es ja noch verstehen. Aber für die ganz normalen Angriffe, oder für die Schüsse, also ja, die Bogenfähigkeiten, sollte es schon mehr Reichweite sein. Aber die haben ja genervt von 35 Meter auf 30 Meter. Ja, wir bleiben hier, weil das sind Masochisten, die bringen sich selber um. Die Leute, die einfach keine Lust oder keine, ja. Ich habe einen Kommentar gerade vorher noch geschrieben beim Discord-Server, den macht bitte das Spiel ein bisschen schneller, es ist ein bisschen zu langsam. Man braucht zu viel Zeit, um irgendwie Invasionen zu machen und so. Wegen der Bewegungsgeschwindigkeit, die so lame ist, oder die Reitgeschwindigkeit. Und es wurde schon gut geliked. Finde ich toll, dass die Leute das merken. Dass, wenn sie es sehen, auch liken. So. Ich möchte gerne mal bei einem Fort dabei sein, wie es aufgerüstet wird. Aber es wird, die Forts werden eigentlich kaum mehr aufgerüstet. Finde ich ein bisschen doof. Ja, noch ein paar Achievements. Mehr. Ach, wie doof, ey. Darf man sich nicht mal unsichtbar machen. Und die immer angreifen, eben die Schwächsten angreifen, die NPCs. Also. Ich könnte eigentlich. Ne, ich kann mich nicht treffen. Ah, die kommen auch wieder zurück, haben gemerkt, dass sie zu weit vorpreschen. Hm. Ja, sie kommen. Alle von Game of Thrones. Schauen wir schon fast. Also es ist schon echt gut verdrehen. Ja. Es ist immer so. Die Syrten sind immer nur am Nerven. Die Syrten kommen einfach immer wieder von der anderen Seite, weil sie einfach Langeweile haben, weil sie überlegen sind. Oh, hallo. Dankeschön. Oh, krieg ich doch auch. Dankeschön. Da ist noch einer. Sehr schön. Gut. Das ging noch knapp aus. Wenn der alleine mit mir runter war, gewesen wäre, dann hätte ich natürlich verloren. Aber der andere hat mir geholfen. Dankeschön. Ist der noch irgendwo? Kurz den Namen merken. Ist das gewesen? Kenne ich gar nicht. Hm. Das
spielen echt unterschiedliche Dinge. Also es wird wahrscheinlich nicht jeder Tag gespielt von den ganz großen. Aber dass es immer ein bisschen unterschiedlich ist, dass ich immer wieder neue Namen sehe, finde ich richtig interessant. So, 20 noch, okay. Aber schon 6 Syrten besiegt. Läuft. Ja, ich habe noch zwei Pläne geholt, die ab Level 47 und 48 sind. Aus dem Imperia Kessel. Ich habe mal die Kräne dort angeschaut, sind einfach so kleine Holzkränchen. Aber sie sehen richtig modern irgendwie aus. Dass irgendwie ein bisschen die Reichweite noch einschätzen können. Ja, der geht einfach mal in die falsche Richtung. Kamera vielleicht drehen das nächste Mal. Ja, der entwischt leider. Ah, prescht doch weiter vor. Jetzt, wo sie es eigentlich machen sollen, machen sie es nicht. Ja, lieber hier bleiben bei den Schnuckelchen, die so schön gestunt bleiben. Es ist einfach witzig. Regnum ist immer witzig, weil die spielen natürlich immer wieder ein bisschen unterschiedliche Sachen. Ah, von dem bekomme ich keine. Okay, war ja auch geschützt. Es ist sehr verwirrend, das Kampfsystem. Also viel mehr Feedback wäre nötig. Kampffeedback, dass man sieht, ja, man macht da auch etwas und so. Aber die Schadenszahlen sind zu schnell weg. Ja, nicht mal 2 Sekunden. Das ist ein bisschen doof gemacht. Also was ein Spiel für Begeisterung auslöst, wenn auch so free FAR ist. Also ich muss so schnell wie möglich ein Entwicklerstudio gründen. Und ein Spiel daraus, also ein Spiel so ähnlich wie Regnum machen. Ich hätte mega Erfolg. Oh, schade, nicht mehr. Doch, ja, hab's noch erst. Es sind eigentlich relativ viele Low-Levelig momentan, also sehr schwer. Vorher war leicht, glaube ich. Finde ich toll, dass viele Spieler, auch wenn sie noch low-levelig sind, mit der Warzone mitmachen. Und von den Großen höre ich immer wieder, nein, mach nicht mit. Ist klar, dann bekommt man aber auch keine Königreichspunkte. Und bitte nicht immer einfrieren. Ständig wird nur eingefroren. Das ist das Schlechteste, was dann, den es gibt. Aber gegen den Ritter kann ich halt nicht so viel ausrichten. Ah, oh, Mann. Mit diese blöden Abklingzeilen. Ich schau doch nicht runter, ob es schon abgeklingt ist. Ja. Locker. Locker. Das ist natürlich der Ritter. Nein, das ist ein. Ach. Viel zu schnell down. Wir sind einfach überlegen momentan. Aber mir macht so viel Spaß. Ja, hilft mir mal ein bisschen. So, damit ich auch mal kurz erreichen kann. Ja, sie sind zu schnell. Also viele Spiele haben halt einfach equipped mit Geschwindigkeit. Ich habe schon eine Idee, wenn ich hochlevelig bin, was ich mache. Ich mache meinen Charakter auf Ausweichen und auf Schnelligkeit. Auf beides. Ich muss ja nicht so viel Schaden machen, wenn ich so ein bisschen vorprische und stunne. Ah ja, das ist wahrscheinlich. Das machen wahrscheinlich viele. Dass sie so
oft wie möglich stunnen. Aber man schützt mich doch. Aber nö, sie hauen ab. Wir haben alle Angst. Ja, Angst hat im Spiel halt auch einen riesen Einfluss. Viele haben viel zu viel Angst ständig. Riskieren manchmal echt gar nichts. Oder lassen einfach Leute im Stich. Das ist nun mal so. Aber gut. Kann natürlich nicht jeder so heldenhaft sein. Ja, ja. Ah, oh, dieses Hit and Run. Also immer das Vorpreschen und dann wieder zurückfahren, Vorpreschen, zurückfahren. Da unten sind noch ein paar. Gut, danke schön. Oh, der andere ist leider schon tot, der war ein Syrte. Wieso habe ich jetzt wieder nicht schießen können? Doch, ich habe. Schild durchbohren, ja. Aber eigentlich sollten wir ja. Nicht denen hinterher, ja. Sehr schwer. Ja, Taktik ist fehlen ein bisschen. Wie viel Reichweite hat diese uns, dieser Zauber, der schützt? Ach Leute. Gerade spielt ihr ein bisschen schlecht. Ich habe keine Lust zu verlieren jetzt, ey. Das ist der Papa, ist schnell. Das machen die alles auf Bewegungsgeschwindigkeit, irgendwie. Oh. Wir sind verloren. Ne, Ritter. Kein Bock. Kein Bock. Immer nur Stun. Ständig immer nur Stun. Der Ritter hat einfach nur gespielt. Speedtour. Zwei Magier mit Meteor, ja. Zwei Magier mit Meteor auf ein Low. Okay, schade, dass die Partdauer jetzt vorbei ist. Machen wir aber morgen wieder. Genauso weiter. Ich mache vielleicht sogar zwei oder drei Videos mal. Oder immer einen Livestream. Oh, und ja, Dankeschön fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.